Einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich weiß, ich hatte gesagt, GTA habe ich gelöscht. Hatte ich auch. Für eine Woche. GTA machen jetzt bloß noch an, wegen dem. Ich muss mich ja einmal am Tag anmelden, weil sonst bleibe ich länger bei Spot. Ich bin nämlich genau noch für 2 Monate und 11 Tage oder so. Ich hoffe, das wird jetzt irgendwann unten eingeblendet. Ich habe ein paar Themen zum Ansprechen. Einerseits denke ich mir gerade so, hä? Also, ja, ihr wisst ja gar nicht, worum es geht. Für viele der Influencer ist es ein Schock gewesen, oder auch für andere, dass sich Bibi und Julienko getrennt haben. Ich mir denke so, what the fuck, das sind Menschen. Lass sie in ihren eigenen Weg gehen, wenn sie sich trennen, trennen sie sich halt. Und auch das schönste Erlebnis oder das schönste Dings hat mal ein Ende. Also ich meine, what the fuck? Ihr tut da gerade so, als wäre es das gerade das übelste Dings. Also wenn eure eigene, also wenn euer einzige Sorge darin besteht, ob sich irgend so ein Promi-Pärchen trennt, als der Krieg in der Ukraine, dann habt ihr echt was falsch gemacht. Ich meine, okay, der Krieg in der Ukraine ist scheiße, ist auch ziemlich heftig, und aber das sollte doch bei so manchen Leuten im Vordergrund stehen, oder? Und ich meine, keine Ahnung, what the fuck, mir geht es gerade so dermaßen auf die Nüsse, dass jeder irgendwie was dazu sagen will, muss, und keine Ahnung, Breaking News, und Twitter war heute voll, Facebook war voll, YouTube war voll davon, boah, ich kotze. So, dass ich das Thema jetzt auch anspreche, aber ich wollte bloß sagen, lasst die Menschen Menschen sein. Es, keine Ahnung. Und ich verstehe, ich bin gerade so fassungslos, nicht über das, dass sie sich getrennt haben, sondern über eure, keine Ahnung, künstliche Tränen verdrücken für ein Paar, was ihr eigentlich, die haben auch noch ein Privatleben. Das heißt nicht, dass sie sich jetzt 24/7, die machen schon sehr viel öffentlich. Und wenn, dann hat sie sich halt neu verliebt, dann hat sie sich halt getrennt. Gott verfickter, Entschuldigung, aber wo steht es geschrieben, dass man auf ewig zusammenbleiben muss? Steht nirgends geschrieben. Wenn man sich trennt, dann trennt man sich. Wenn man sich neu verliebt, verliebt man sich halt neu. So ist das Leben, verdammt nochmal. Wenn ihr eure ganze Liebesbasis oder eure ganze Beziehung auf die beiden aufgebaut habt, autsch, da kann ich nur sagen, aua, 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 gegen welche Wand seid ihr denn gerannt? Habt ihr kein eigenes Leben, keine eigenen Gefühle, keine eigenen, keine Ahnung? Es kann ja wohl nicht so dermaßen, die zwei können doch nicht euer eigenes Leben so beeinflusst haben, oder? Das kann ja wohl irgendwie, das kann ich mir zum Beispiel schlecht vorstellen. Weil ich habe kein Liebespaar-Vorbild. Ich habe mein eigenes Leben, ich habe meine eigenen Probleme, ich versuche jedes Mal, dass ich mein eigenes Leben auf die Reihe kriege, und ich würde mich über das freuen, wenn sich da keiner einmischt. Und what the fuck? Das ist genauso wie mit Anne Wünsche und ihrem Freund, den Karin. Ich krieg das nur mal immer so am Rande mit, aber ey, zu was seid ihr bitte mutiert? Seid ihr jetzt wirklich zu solche Dings da mutiert, dass ihr irgendwelchen Paare nicht in Ruhe lasst, die sich eigentlich verdient hätten? Vor allem, das ist ein Thema, das ist privat. Wenn sie es jetzt öffentlich machen, dann machen sie es halt öffentlich. Okay, cool. Aber das ist dann auch ihre Sache. Dann lasst sie auch damit öffentlich. Ihr müsst es nicht noch künstlich aufpauschen. Und keine Ahnung, ihr macht so ein riesen Ding draus, wo ich mir denke, so Leute, es gibt noch andere Probleme auf der Welt, außer das jetzt. Ja, Influencer sein, ich hasse es. Also ich bin ja keiner, Gott sei Dank, aber ja.
Wäre mir viel zu stressig. Jeden Tag preisgeben, wer ich bin, was ich mache und was ich mit wem ich zusammen bin. Nee, danke. Da bleibe ich doch lieber privat. Übrigens, meine nächste Beziehung wird auch privat bleiben. Das wird definitiv nicht öffentlich gemacht. Nicht, weil ich Schiss vor Hate habe, das ist mir sowas von egal. Nein, weil ich nicht will, dass die Person, nur weil manche, einige Leute mich hassen, dass sie dann gemobbt wird. Also, nee, meine nächste Beziehung bleibt, sollte ich eine haben, bleibt definitiv nur im engsten Kreis vorhanden. GTA habe ich jetzt, wie gesagt, gehen wir mal zu einem anderen Thema, weil das Bibi und Julienko-Thema macht mich nur aggro. Thema Nummer 2, warum ich dieses kleine kurze Video hier gestartet habe, ist GTA. Ihr habt es so sicher schon durch Arabics und andere wunderbare Leute mitgekriegt, dass es da jetzt so ein Zahlsystem gibt, zumindest auf der PS5, wie es auf der PS4 ist. Wahrscheinlich nicht, aber ja. Und dass man da jetzt für Geld bestimmte Fahrzeuge freischalten kann, das ist ein Abo-Modell. Also, ich weiß nicht, was sich Rockstar damit einbildet, aber what the fuck? Das ist das nächste Thema, worüber ich mich tierisch aufregen könnte. Wie kann man so inkompetent sein? Erst die scheiß Shark-Cards, wo sich jeder Elfjährige mit der Kreditkarte seiner Mama oder seinem Vater oder seiner Oma oder sonstigen Verwandten eine Shark-Card holen kann, sich das scheiß Nubike holt und eine auf und sich dann wundert, wenn man ihn davon runterholt. Stylisch sogar mit dem Jet. Ha, habe ich schon geschafft. Ein oder andere Mal. Und die dann am Boden sind und die nichts anderes zu tun haben, als sich die ganze Zeit wegzusprengen oder die Lobby zu verlassen. Weil sie gemerkt haben, oh shit, da kann ja jemand was. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich gerade Betzbot bin. Egal. Ich meine, wie stört sich, dass ich Betzbot bin? Ich war jetzt schon, ich glaube, das dritte Mal schon, ja. Ich glaube, bei einem vierten Mal ist es ein halbes Jahr bis Jahr. Stört mich auch nicht. Wird GTA komplett deinstalliert und ich nehme die Podcasts über ein anderes Spiel auf. Ist mir dann auch egal. Nee. Ich will jetzt auch nicht lügen. Ich will jetzt nicht. Morgen streame ich auf jeden Fall. Das habe ich mir vorgenommen. Was ich für ein Spiel streame, ich weiß es noch, wie es wird. Wahrscheinlich Satisfactory sein, weil ich habe keinen Platz mehr auf der Festplatte. Ich müsste jetzt einiges löschen oder auf meine externe Festplatte machen und die spinnt halt zurzeit extrem rum, deswegen kann ich das leider auch nicht machen. Es sind nur 9 Wochen bis zum Urlaub. Nächste Woche habe ich kurze Woche. Das heißt, Donnerstag, Freitag könnte ich vielleicht schon streamen. Ja, Donnerstag auf jeden Fall, weil da habe ich frei. Freitag habe ich auch frei. Samstag, Sonntag, I don't know. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht treffe ich mich auch mit Freunden. Ich will noch nichts versprechen, aber jetzt morgen wird auf jeden Fall gestreamt und am Sonntag weiß ich es auch noch nicht, aber morgen auf jeden Fall. Ja, ich habe wie gesagt das jetzt bloß kurz ansprechen wollen, meine Meinung zu Bibi und Julienko. Es tut mir natürlich ganz ehrlich leid für Julienko, weil der ist jetzt der Gelackelte. Vor allem für die Kiddies tut es mir auch leid, weil die müssen jetzt mit getrennten Eltern aufwachsen. Ich weiß, wie schön das ist. Beziehungsweise ich habe meinen Vater nie kennengelernt, also von dem her. Und aus mir ist auch ein super Junge geworden, also schätze ich mal, die Kiddies werden es verkraften. Und ich denke nicht, dass Bibi sich jetzt so dämlich haben wird und da dem Julienko die Kinder verwehren wird. Ja, das ist halt mein Statement dazu. Ich meine, das ist auch ihre Privatsache, wie sie das handeln, wie sie das regeln, wie sie weiter vorgehen. Mein abschließendes Statement dazu ist, lasst den Leuten Raum, lasst den Leuten Zeit. Es ist ihre, ich betone es ganz hoch, Privatsache. Privat. Das sollten die privat ausmachen. Wenn sie es öffentlich machen, dann ist es nur Publicity. Und dann kotzt es mich nur an. Aber ich meine, was soll der Scheiß, Leute, wirklich? Seid ihr so Kindergarten? Ja, ich weiß es. Ha, meine Videos kann man zwar disliken, aber ja, viel Spaß. Mir werden die Dislikes nicht mehr angezeigt.
auf seine Statistiken. Also wünsche ich euch schon mal ganz viel Spaß beim Disliken. Weil das mehr immer, wie du disliked oder nach oben pusht oder wie auch immer, spielt dem Algorithmus zu und das Video wird dann irgendwann in den Trends landen. Also sage ich jetzt schon mal im Vornherein, danke. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende und bis denne.